Die Bürger von Demene Kilkaran neigten schon immer dazu, auf die weniger vornehmen Bewohner von Demene Megar herabzusehen. Das zahlten ihnen die Megara bei entsprechenden Anlässen heim, indem sie die Kilkarim als Weichlinge darstellten. So gab es zahlreiche Witze und Bänkellieder, die sich auf das scherzhafte Spannungsverhältnis zwischen Kilkara und Megar bezogen. Wie viele Kilkarim sind nötig, um einen Apfel zu pflücken? Mindestens 4. Einer sucht die passende Garderobe aus. Einer tröstet all die, die keinen Apfel kriegen werden. Einer stellt die Frage zur Diskussion, ob dies wirklich der richtige Augenblick sei, dem Baum seinen Apfel zu rauben. Und einer läuft nach Demene Megar, um Hilfe zu holen.